So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Neo The World Ends With You, wo wir heute wohl den Kampf gegen Shoka haben werden. Und vielleicht sogar auch noch eine weitere Zeitreise, wer weiß. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt zum Shibuya Stream hin, wo Motoi aktuell gegen Shoka kämpft. Und was höchstwahrscheinlich so ein Untergang werden könnte, wenn wir jetzt nicht eingreifen. Hey, Lastima! Mein Herz fühlt mit dir, wirklich! Aber ich kann jetzt keinen Rückzieher machen, oder? Nur du stehst doch zwischen mir und meinem Schicksal! Schicksal, da hat wohl jemand zu viele Horoskope gelesen. An deiner Stelle würde ich kurzfristiger planen, Herzchen. Denn an mir kommst du auf keinen Fall vorbei. Das werden wir sehen! Fürchte nicht den Kampf, sondern bekämpfe deine Furcht! Motoi, warte! Zeigt euch zu zeigen, was wirklich in Moi steckt! Ich erwarte keine Gnade von dir, Gatita! Na gut, du willst es nicht anders. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn du untergehst. Oh ja! Ha, schreibst du dein Schicksal schon ab? Motoi! Was macht ihr denn hier? Nur keine Scheu, kommt ruhig näher. Motoi. Leute, er bewegt sich nicht. Komm schon, Brudi, bleib bei uns, yo. Wie konntest du nur? Auf eine solche Tragödie war ich nicht gefasst. Mit den Reapern ist echt nicht zu spaßen. Du darfst jetzt nicht sterben. Du wolltest uns doch helfen. Wie kitschig. Verdammt, so darf es nicht enden. Ich hab's doch geahnt, ein Zeitsprung. Es scheint, ich habe die Zeit schon wieder angehalten. Die Chance muss ich nutzen! Ich muss Shoka aufhalten und Motoi retten. Aber wie? Wir müssen es rechtzeitig zu Motoi schaffen, wenn ich zurück zur Center Guy gehe. Tja, dann geben wir halt die heutigen Punkte auf. Für den Revierkampf. Wir haben es zum Center Guy geschafft, wieder am Anfang des Tages. Ich weiß, dass Motor heute allein loszieht. Und dass er Shoka am Shibuya Stream gefunden hat, als die Gegend geöffnet wurde. Aber ich habe keine Ahnung, was er davor gemacht hat. Heute fangen wir also in der Center Guy an, was? Es hat also begonnen. Was geht, Spieler? Wir müssen sofort zum Shibuya Stream. Wenn wir den Revierkampf früher gewinnen. Können wir Motoi vielleicht retten? Ihr werdet es nicht glauben, aber ihr dürft euch noch mal einem feurigen Shibuya Slam messen. Okay, nachdenken. Die Pure Hearts klauen uns demnächst die Center Guy. Was bedeutet, dass sie in Spain Hill deutlich in der Unterzahl sind? Ich wette, die haben sich schon in der Nähe versteckt. Alles in Ordnung, Greenbro. Wir haben überlegt, wo wir zuerst hingehen. Zur Tipsy Toast Hall oder nach Spain Hill? Zur Center Guy. Wenn ich mich nicht irre, sind wir bereits in besagter Straße. Hör zu, ich habe die Zukunft gesehen. Lass mich raten, sie war nicht so dolle. Wie kannst du die Zukunft sehen, wenn sie noch gar nicht passiert ist? Oh, stimmt ja, du kennst Rindos kleinen Trick nicht, was? Was meinst du das? Ist er ein Zauberer? Nein, ich kann der Zeit zurückreißen, aber nur maximal einen Tag. Willst du mich verkackeiern? Nein, aber ich habe nur begrenzt Kontrolle darüber. Es klappt nur, wenn es wirklich übel aussieht. Und wie hast du das gelernt? Keine Ahnung, ehrlich. Wir verdanken es nicht dem Zufall, Verbündete zu sein. Lord Rindo, reiste hier für die Zeit zurück. Right. Ja, Tsugumi ist stärker, als sie aussieht. Ich wusste nicht, ob du es allein schaffen würdest. Da kriege ich auch Bock, mit der Zeit rumzuspielen. Ha, bis jetzt war es ganz schön nützlich. Also zurück zu deinem Plan, in der Center Guy zu bleiben. Ja genau, es verteidigen nur wenige Pure Hearts Motois Revier. Die sind alle unterwegs, um die Center Guy einzunehmen.
Was? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Egal. Jedenfalls ist der Plan, unser Revier zu klauen, während wir unterwegs sind. Wenn wir so rumtrödeln wie beim letzten Mal, war's das mit Motoi. Meinst du echt? Wow, oh je. Dann müssen die Islands ihre Truppen ausräumen und niederstrecken. Korrekt? Ja, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Und wie genau sollen wir diese Typen finden? Irgendwie muss man Spieler und normale Leute doch unterscheiden können. Nein, das war jetzt noch falsch. Let's have a look. Tja, keine Ahnung, irgendwie. Gotta focus. Let's move. Let's have a look. Also, was ist das? Ja, keine Ahnung. Bingo, hier ist jemand, den ich scannen kann. Yep. Jo, Kumpel, du bist doch ein Spieler, oder? Subtil wie immer. Gute Gott, sonst hätte er dich nicht gehört. Meinst du, aber ruhig bleibt, wenn ich die Fäuste schwinge? Ah! Verflucht, ich wurde entdeckt! El Plan ist ruiniert! Du gehörst also doch zu den Pure Hearts. Boah, was ist denn das? Ach, nicht wichtig. On guard, Wicked Twisters! Nun ja. Das grundlegende Problem ist aber jetzt allerdings, wenn wir erstmal die Pure Hearts hier erledigen, können wir dann überhaupt rechtzeitig rübergehen zur Shibuya-Stream? Naja, wenn wir jetzt sowieso auch ein bisschen Feuer den unter den Hintern machen. Dann dürfte das ja schon irgendwie klappen jetzt. It's over. Get it, follow me, yo. Copy that. You did it. Hell yeah, you did. Let's end this. Let's get it. Let's keep it up. Okay, die erste Einheit wurde jetzt erst besiegt. Dann fehlen jetzt bloß nochmal wieder zwei oder drei weitere Einheiten. Und dann haben wir es wieder. Das wäre erledigt. Was? Gibt's noch mehr? Ich erkenne sonst niemanden, der sich meinen Scan entzieht. Gut, dass wir sie überraschen konnten. Hoffentlich hat uns das genug Zeit verschafft. Tja, müssen wir dann jetzt erstmal wieder zurück? Ja, dann erstmal wieder zurück zum Shibuya-Stream. Das sollte uns genug Zeit verschaffen, um zum Shibuya-Stream zu gehen. Eilen wir trotzdem lieber. Ja. Eile ist geboten. Zeitsprung. Renbro, guck mal! Da ist Motoi, er. Warte mal, Großer! Huh? Du kannst deine Kraft doch nur begrenzt einsetzen! Die Chance ist einmal, wir haben es mit einem Reaper zu tun, machen wir schön langsam! Ich stimme zu, wir täten gut daran, einen günstigeren Zeitpunkt für den Angriff abzuwarten! Ich kann die heutige Mission noch gar nicht fassen! Als ich davon erfahren habe, war ich völlig schockiert! Aber sicher nicht so schockiert wie du, die Tuakub! Zur Zielscheibe wurde. Mir ist ehrlich gesagt total egal, wenn sie mich zum Ziel erklären. Für meinen Geschmack ist das Spiel sowieso viel zu öde geworden.
Tja, mir ist alles recht, solange es wieder interessant wird. Ah, ja, Veo, ich verstehe, interessant. Wir hätten gedacht, dass uns bloße Langeweile hier führen würde. Ich nehme an, La Gravité dieser Situation dämmert dir so langsam. Du zeigst es vielleicht nicht, aber sicher schlottern dir die Rodillas. Ach, der war gut. Fantasie hast du. Das musst du dir lassen. Kelastima, mein Herz fühlt mit dir, wirklich. Aber ich kann jetzt keinen Rückzieher machen, oder? Nur du stehst doch zwischen mir und meinem Schicksal. So weit waren wir doch schon. Oh, really? Schicksal, da hat wohl jemand zu viele Horoskope gelesen. An deiner Stelle würde ich kurzfristiger planen, Herzchen. Denn an mir kommst du auf keinen Fall vorbei. Können wir jetzt eingreifen? Das werden wir sehen. Fürchte nicht den Kampf, sondern bekämpfe deine Furcht. Montoy, warte! Signorino? Geht so leer, aber diesen Kampf beschreite ich allein. Sollte mich dieses Monster allerdings niederschrecken, hoffe ich, dass ihr Mäurecht. Zeit, euch zu zeigen, was wirklich im Mäu steckt. Ich erwarte keine Gnade von dir, Gatita. Na gut, du willst nicht anders. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn du untergehst. Ach nö, so weit waren wir doch schon. Ja, schreibst du dein Schicksal schon ab? Lass den Mist, Motoy, deine Auslöschungen nutzt niemand. Verdammt, das wird nichts. Ich muss es früher erschaffen. Noch früher? Wie kann man der Sack jetzt noch früher hier hinkommen? Wir müssen es rechtzeitig zu Motoy schaffen, wenn ich zurück nach Spain Hill gehe. Wie das denn jetzt? Das ergibt ja noch weniger Sinn. Was sollen wir denn jetzt denn hier machen? Spain Hill gehört dem Pure Hearts, oder? Das muss im Moment gleich nach unserer Ankunft in ihrem Revier sein. Aber du meintest, wir haben nicht viel Zeit, stimmt? Und ihr meintet, wenn ich mir recht entsinne, dass diese Zone nur wenige Wachen hätte, nicht wahr? Right. Ja, ihr habt alle recht. Woher könnt ihr sich daran jetzt erinnern? Das war jetzt ein zweiter Zeitsprung. Das Problem ist, wir müssen hier auch irgendwas anders machen. Zumindest, wenn wir Motoys Zukunft auf die Sprünge helfen wollen. Moment! Dass wir die Pure Hearts in der Center Guy erledigt haben, war nicht genug? Offenbar nicht. Motor hat quasi einen Kamikaze-Angriff auf Shoka gestartet. Hat uns sogar gebeten, an seiner Stelle weiterzukämpfen. Unsere einzige Chance ist, ihn früher zu treffen und das zu bringen, seinen Plan zu überdenken. Okay. Aber auch wenn wir ihn retten, schließt er sich ja nicht unserem Team an, oder? Hör zu, Fred. Nachdem Shoka ihn niedergestreckt hatte, bewegt er sich nicht mehr. Vielleicht können Reaper-Spieler schon vor dem letzten Tag auslöschen. Was Kanons Plan zunichte machen würde, oder? Ich meine, okay. Und außerdem. Ja? Motor, ich meine Anaza. Er hat mir so viel beigebracht, zwar indirekt, aber trotzdem. Ohne ihn wäre ich nicht der, der ich heute bin. Er konnte Dinge echt gut erklären, verstehst du? Seine Worte haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er hat mir beigebracht, wie ich mit meiner Familie und meinen Freunden umzugehen habe. Er hat mir sogar mit dem Unterricht geholfen. Ich meine, bevor ich ihn kannte, konnte ich mich nicht mal richtig entscheiden, was ich essen wollte. Ich denke einfach, dass ich ihm was schuldig bin. Krasser Einfluss, ey. Deswegen kann ich ihn nicht im Stich lassen. Ich weiß, dass wir hier Rivalen sind. Aber ich kann ihn nicht sterben lassen. Kein Stress, Brudi, du musst mir nichts erklären. Ich werde nicht so tun, als wenn ich in die Zukunft schauen kann. Aber ich kann trotzdem versuchen, sie zu ändern. Und wenn wir es beim ersten Versuch nicht schaffen, probieren wir es einfach immer weiter. Danke, Beat. Ich werde eurem Plan auch nicht widersprechen, Lord Rindo. Lasst uns alles geben, um Lord Motoy aus den Fängen dieses Reapers zu befreien. Okay, das ist ja alles ganz toll und so, aber was genau machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir werden demnächst von den Pure Hearts auf der Treppe da drüben umzingelt. Wenn wir das irgendwie verhindern könnten, tun wir einfach, was sie erwarten. Bist du da sicher, Kumpel? Vielleicht meint er, was sie nicht erwarten. Nee, Mann, das wäre... vielleicht doch. Verfolgen wir die Angelegenheit um unser aller Willen nicht weiter. Sehe ich auch so, yo. Wir müssen nur hinterhältiger sein als Hinterhalt, oder? Oh, du meinst, wir kommen ihnen zuvor? Habe ich nichts dagegen. Ich auch nicht. Dann los. Also, wir müssen dem Hinterhalt zuvorkommen. Dann los geht's. Wenn das nicht die Wicked Twisters sind. Was für eine Überraschung. Tja, Killer Fiend, meine Nita steht bevor.
Da ich nur damit weglaufen kann, kann ich mich wohl genauso gut verteidigen und kämpfen. Da bleibt sich einer treu. Du hast aber recht, das lässt sich nur mit einem Kampf regeln. Oh! Oh, wer? Mir. Deine Verstärkung pfeift aus dem letzten Loch, yo! Was? Ja, wir konnten dich voll überraschen. Aber wie? Dies ist nicht das erste Mal, dass man uns in Spanel auflauerte. Ja, stimmt ja, kaum zu glauben, dass das schon eine Woche her ist. Das Wort war nicht an dich gerichtet. Wie kannst du nur so mit deinem bestesten Waffenbruder sprechen? Ich habe das Gefühl, Opfer einer List geworden zu sein. Na gut, mir war bewusst, dass dieser Plan Risk sein könnte. Bitte was? Ah, im Französischunterricht wohl nicht aufgepasst. Kurz gesagt, ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet. Sicher, ich kann dich vor Zähneklappern kaum hören. Let's go. Hört auf, euch über mich lustig zu machen. Les infantiles terribles. Französisch ist echt gruselig. Ich zeige euch, was gruselig ist. Dann lasst uns jetzt endlich mal kämpfen. Wir haben selbst noch eine Verabredung mit dem Schicksal. Victory is all but assured. Okay, jetzt sind es, er sagt, bloß die Hälfte. What'd you say, Penny? Give it to me, yo! You're on a roll! It's over! Come follow me, yo! We got this! It's gonna blow! Indeed! Yes, got it! Not bad, yo! Tja, da war es jetzt bloß noch dieser eine hier. So far, so good. Let's keep it going. It's over. Thanks for the help. I got you. Wow, I was just getting started, yo. Gut, Ende Gelände. Die Anzahl an Lebenspunkten, die wir verloren haben, war ein Minimum, okay. So, mehr konnten wir jetzt so beim besten Willen nicht verändern. Das ging schneller als letztes Mal. Hey! Yo, es ist 5 vor Neuigkeiten! Die Twisters haben sich gerade noch eine Zone geholt! Jetzt heißt es, pack die Koffer, Pure. Viel Glück beim nächsten Slam, Leute. Okay, zurück in die Zukunft. Ich muss Mutter überzeugen, seinen Plan aufzugeben. Also gut, zurück in die Zukunft. Schicksal ändern. Das sollte uns genug Zeit verschaffen, um zum Shibuya-Stream zu gehen. Einen wird trotzdem lieber. Da sind sie. Wie genau willst du im Vollpfosten klar machen, dass er sich das zweimal überlegen sollte? Vielleicht sollten wir erst mit ihm reden, wenn es sicher ist. Irgendwie sowas, ja. Bleiben wir in Deckung, beobachten die Situation. Nicht schon wieder, das ist ja der gleiche Fehler wie bei den ersten beiden Malen. Ich will echt keine Spielverderberin sein. Aber ein Wicht wie du kann es nicht mit einem Reaper wie mir aufnehmen. Hm? Ich in Tuluga wäre mir da nicht so sicher. Denn ich bin nicht wirklich solo, verstehst du? Im Gegensatz zu dir, liebe Shoka, habe ich Verbündete. Verbündete, die zu mir stehen. Herr, wer ist denn dumm genug, sich mit dir zu verbinden? Also raus damit, wie hast du das hingekriegt? Hast du sie ausgetrickst, damit sie sich dir anschließen? Oder waren sie einfach hohl in der Birne und wussten es nicht besser? Hüte deine Zunge! Du hast ja keine Ahnung, wie viele Follower ich hatte. Anasa war ziemlich beliebt in den sozialen Medien. Du, Anasa? Oui, Madame. Das war mein Internet-Alias, als sie noch am Leben war. An einem bestimmten Fan aus dieser Zeit setze ich große Hoffnung. Er wird mich nicht im Stich lassen. Ich kann die heutige Mission noch gar nicht fassen. Als ich davon erfahren habe, war ich völlig schockiert. Aber sicher nicht so schockiert wie du, die Tua-Coup zur Zielscheibe wurde. Mir ist ehrlich gesagt total egal, wenn sie mich zum Ziel erklären.
Für meinen Geschmack ist das Spiel sowieso viel zu öde geworden. Mir ist alles recht, solange es wieder interessant wird. Ah, ja, Vio, ich verstehe, interessant. Wer hätte gedacht, dass es uns bloße Langeweile hier führen würde? Ich nehme an, la Gravité de la Situation dämmert in dir so langsam. Du zeigst es vielleicht nicht, aber sicher schlottern dir die Rodilas. Ha, der war gut. Fantasie hast du, das muss ich dir lassen. Können wir jetzt eingreifen? Hey, lass Tima, mein Herz führt mit dir, wirklich. Aber ich kann jetzt keinen Rückzieher machen, oder? Nur du stehst noch zwischen mir und meinem Schicksal. Oh, really? Schicksal, da hat wohl jemand zu viele Horoskope gelesen. An deiner Stelle würde ich kurzfristiger planen, Herzchen. Denn an mir kommst du auf keinen Fall vorbei. Können wir jetzt eingreifen? Das werden wir sehen. Fürchte nicht den Kampf, sondern bekämpfe deine Furcht. Motoi. C'est vrai? Senior Rindo? Désolé, aber diesen Kampf bescheide ich allein. Sollte ich mit diesem Monster links niederschrecken, hoffe ich, dass ihr Moi recht. Zum dritten Mal jetzt also. Zeit euch zu zeigen, was wirklich in Moi steckt. Ich erwarte keine Gnade von dir, Gatita. Na gut, du willst nicht anders. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn du untergehst. Niederlage Nummer 3. Ha, schreibst du dein Schicksal schon ab? Nicht schon wieder. Rinbro? Motoi sieht weggetreten aus. Was er da über seinen Fan gesagt hat, lässt mich nicht los. Hat er von mir gesprochen? Und was meint er mit großer Hoffnung? Whoa. Ja, dann Rindo! Vielleicht finde ich es raus, wenn ich früher... Na, nicht schon wieder, ich habe ja nichts zu verlieren. Wie viel früher wollen wir denn noch dahin kommen? Tipsy Tossol, okay. Dann sehen wir ihn wohl gleich ein viertes Mal verlieren. Anders wird's wohl jetzt nicht gehen. Okay, ich bin wieder zurück. Ich muss wissen, was genau Motoi gemeint hat. Kostet es, was es wolle. Ich dachte, er ist verblüfft, um Shoka Angst zu machen. Aber was er gesagt hat, war irgendwie komisch. Und so betrachten wir das Revier der Vera Beauties. Heavens. Der Druck ist nicht auszuhalten. Bilde ich mir das ein oder ist das hier viel zu groß für eine Zone? Hier gibt es genug Vera Beauties für mindestens 3 Zonen. Irgendwie müssen wir es doch schaffen, nicht so viel Zeit hier zu verbringen. Vielleicht nehmen sie uns ja nicht zu hart ran. Kanon wollte uns ja eigentlich helfen. Hi. Vielleicht sollten wir dann Kanon besiegen. Wir brauchen keine Hilfe, yo. Zeigen wir den Pappnasen, was nach ist. Ich wünsche, ich hätte deine mentale Stärke. Das klappt auf keinen Fall. What? Was meinst du? Sie nacheinander auszuschalten dauert viel zu lang. Vielleicht können wir alle auf einmal erledigen. Huh? Wir sind keine Superhelden, Runebro. Die alle auf einmal umzulegen, ist einfach schwierig für uns hier. Wir müssen aber, Fred. Wir waren wieder zu spät, um Motoi zu retten. Naja, vielleicht auch nicht. Aber ich muss den Rest seines Gesprächs mit Shoka hören. Ich bin jetzt schon zweimal in der Zeit zurück und es hat nichts gereicht. Wenn wir hier was reißen wollen, dann jetzt oder nie. Du willst sie also alle auf einmal umhauen? Und warum bringen wir sie nicht alle auf einen Fleck? I see. Es geht zu bedenken, die Schwierigkeit würde auf Superrang steigen. Ist okay, das packen wir. Na, wenn du das sagst. Okay, dann los. Ja. Was? Nur so kommen wir rechtzeitig zu Motor, Fred. Aber alter, Rimbro, er ist im gegnerischen Team. Wenn wir ihn retten, brocken wir uns doch Ärger für später ein, oder? Vielleicht tun wir das, aber ich muss einfach eingreifen. Motor hat so viel für mich getan. Wenn ich jetzt nicht alles gebe, um ihn zu retten, verzeih ich mir das nie. Und das ist nicht alles. Ich brauche noch eine Information von ihm. Koste es, was es wolle. Okidoki. Wie ziehen wir das durch? Es müssen einfach alle Spieler herkommen, oder? Korrekt. Mir ist allerdings unklar, wie genau wir dieses Ziel erreichen können. Indem wir ihren Anführer herholen. Und ich verstehe noch Bahnhof. Euch kutschiere ich ja auch durch ganz Shibuya. Moment, das kriegst du hin? Keine Ahnung, ich müsste einfach ausprobieren, yo. Man sollte annehmen, dass unsere Gegner reagieren, wenn wir ihre Anführer entführen. Insbesondere inmitten eines Revierkampfes. Vielleicht kann dein Plan tatsächlich funktionieren. Okay, bin gleich wieder da. Miau. Vom Winde verweht. So schnell wäre ich auch gern. Lord Rindo. Jo. Vielleicht, viele scheinen mir anders als damals in der Center Guy, als ihr die Zeit zurückgedreht hattet. Könnt ihr uns von den zwischenzeitlichen Irrungen und Wirrungen berichten? Gibt es da beispielsweise etwas, das uns besonders große Sorgen machen müsste?
Wenn ihr eure Informationen nicht teilen möchtet, nutze ich gerne meine eigenen Methoden. Schon gut, ich erzähl's dir. Einmal ist wirklich mehr als genug. Ich hab was gehört, was das mich beschäftigt. Und ich ha... Mach dich bereit, Großer! Du bist schon wieder zurück? Excuse you? Oh, ich glaube, ich muss übergeben. Warte, Moment, die anderen müssen auch gleich auftauchen. Oh, Himmel, du hast tatsächlich ihren Anführer entführt. Wie ich immer sage, tu, was sie erwarten. Okay, danke, Beat. Und du hast auch schon die Kavallerie. Das wird eine unvergessliche Schlacht. Wird schon schief gehen. Get in my way and get shredded, ja, jetzt bin ich ja, sag mal, gespannt, wie dann überhaupt der nächste Kampf dann ablaufen wird. Als nächstes müssen wir dann ja gegen Shulker wohl kämpfen. Okay, jetzt müssen wir es doch gleich geschafft haben. Okay, damit hätten wir die ganzen Warrior Beauties besiegt. Also jetzt erstmal wieder zum vierten Mal zur Niederlage von Mothoi, würde ich meinen. Wow, wir haben es echt geschafft. Hey. Aufgepasst, Spieler, Zeit für unsere Neuigkeiten. Die Wicked Twisters haben eine neue Zone. Und das kann nur eins bedeuten, ruht in Frieden, Warrior Beauties. So weit, so gut. Jetzt müssen wir Mothoi retten. Aber diesmal muss ich das ganze Gespräch mitbekommen. Ja, zurück in die Zukunft erneut.